Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. XXXL, weil, ja, das ist eigentlich der Einkauf von den letzten 3 Wochen. Also vor 3 Wochen waren wir bei Ikea und Baumarkt, das ist hier drin. Was ich so zwischendurch gekauft habe, bei Amazon, eBay und so. Und halt von dieser Woche. Aber eins ist auch mit bei, was ich vor über 2 Monaten bestellt habe. Das machen wir mal als erstes. Das ist schon ausgepackt. Ich habe das Video, was wir jetzt machen, hier eigentlich schon mal gemacht vorhin. 1 Stunde 15 Minuten ging es. Ich werde versuchen, diesmal was schneller zu sein. Weil das ist ein bisschen lang, denke ich mal, für ein Odin was shoppen. Obwohl die Rudi sich beim Essen freut. Rudi, grüß dich, guten Hunger. Ja, ich zeige es euch. Wartet. Und zwar ist meine Assassin's Creed Liberation Figur endlich gekommen. Hier unten auch so durchsichtig, grünlich. Für Dreckwasser halt im Bayou. Das Schwert habe ich ihr schon, also das habe ich ihr schon in die Hand gegeben. Hier guckt auch die versteckte Klinge durch. Sieht man so vielleicht ein bisschen besser. Ja, die Augen sind richtig cool vom Alligator. Sieht richtig geil aus. Jetzt habe ich meine Reihe komplett. Jetzt fehlt mir nur noch Altair. Also von allen fehlt mir jetzt nur noch Altair. Und von den Spielen, die ich gespielt habe, fehlt mir jetzt noch Evie Fry, weil Jacob habe ich ja. Der war ja bei dem Spiel mit bei. Evie fehlt mir noch. Und bei Ägypten fehlt mir noch die Frau. Und bei Griechenland fehlt mir auch noch die Frau. Sonst habe ich alle. Ezio White Edition, Black Edition, Brotherhood, Revelation. Da kommt doch später noch ein Video zu. Zu allen Figuren, die will ich demnächst mal sauber machen und dann werden die überall verteilt. Und dann hilft mir die Große, die bringt mir die Figuren dann nach und nach hierher, um sie euch zu zeigen. Ja, jedenfalls soweit bin ich dann erstmal fertig. Jetzt muss ich noch auf Valhalla warten. Valhalla ist ja vorbestellt. Diesmal habe ich mir auch beide Figuren bestellt. Einmal mit dem Schiff, das Große, was halt beim Spiel mit bei ist. Und nochmal ihn als einzelnen Charakter extra. Achso, am Rande erwähnt, mache ich das Video jetzt ein zweites Mal, weil beim ersten Mal habe ich keinen Ton. Ich habe ja das neue Mikrofon, das merkt ihr ja, ich habe eine bessere Tonqualität. Auch das Rauschen ist weniger und so. Das Mikrofon hat aber 3 Kontakte, also ihr seht diese 3 Ringe, also die schwarzen Ringe. Und so habe ich es halt reingesteckt, halt ohne Verlängerung diesmal, nur diese knappe, kurze Ding. Und habe aber auch nicht darauf geachtet, dass ich dann unten keinen Ton habe. Weil die Kamera darauf nicht ausgelegt ist, sondern nur auf normales Mikrofon. Aber ich muss mir, es ist ja einfach barbarisch heiß. Und hier ist halt auch ein Adapter mit bei, da, wo du das dann reinsteckst, den Dreier. Und dann hast du dann halt auch so einen Klinkeanschluss, aber nur mit 2 schwarzen Ringen. Der ist jetzt natürlich direkt am Mikrofon dran. Ne? Deswegen nur mal zur Erklärung, warum das länger gedauert hat. So, wo fangen wir denn jetzt an? Ich werde am Ende auch eine Erklärung machen mit den Regalen und was dann noch kommt, weil ein jetzt abbestellt, neu bestellt. Ja, ich will jetzt einfach nur mal so machen, damit wir den Tisch hier was leerer kriegen, weil der Tisch, der ist voll. Das ist meine alte Kühltasche. Dass ihr sie mal seht. Die ist von 2016. Und ich hatte sie 2019 nochmal bestellt in einer miserablen Qualität. Hier seht ihr das, dass das alles eng anliegend ist. Also, ja, also hier ist halt nicht irgendwie, hier kann man zwar so ziehen, ja, so, aber es ist halt eng anliegend und flattert nichts. Hier oben haben wir dann ein schönes Fach. So, bei dem neuen Modell ist es nicht mehr so, da ist es ganz eklig verarbeitet. Hat auch eine schlechte Bewertung gekriegt. Die Bewertung wurde aber komischerweise gelöscht von Amazon. Und ja, ich kann auch keine neue schreiben. Aber ist eine ganz miserable Qualität. Ja? Und hier, das ist bis vor kurzem, hat das ja noch erhalten. Das ist jetzt kaputt gegangen, der Stoff, weil meine Tochter damit ein bisschen rabiat umgegangen ist und hingeknallt ist. Sonst würde die immer noch halten. So, aber ich habe eine neue. Die ist 20 Liter und bei der neuen gab es 20, warte mal, ich muss mal das so ein bisschen rüber machen, so, gab es 20 Liter, 30 und 40. Und ich habe gesagt, 20 Liter reicht eigentlich immer aus.
Aber ab und zu war es so, wenn wir viel Wurst und so was geholt haben oder einen Wocheneinkauf gemacht haben und viel nachfüllen mussten, dass die Kühltasche nicht ganz ausreichend war. Das war dann immer grenzwertig. Also ich nehme sie nicht, wenn wir, also größtenteils für das Auto nicht, wenn wir unterwegs sind, um was kühl mitzunehmen oder so. Machen wir auch mal, aber größtenteils nehmen wir zum Einkaufen, um die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Und da habe ich mich diesmal für 30 Liter entschieden. Die ist auch sehr gut verarbeitet. Link mache ich euch natürlich alles wieder in der Videobeschreibung. Und was ich gefunden habe, wir haben hier so einen Flaschenöffner mit bei. Der ist hier so dran. Haben wir natürlich keinen Einwurf, also wir haben nur einen Reißverschluss, den wir komplett öffnen können. Hier ist das Graue, ist nicht Silber, sondern Grau, ist aber auch ein bisschen locker. Aber nicht so locker wie bei dem neueren Modell von der Tasche. Also macht einen sehr robusten und stabilen Eindruck. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. So. Oh Gott, die große ist auch gerade da. Ist auch schon da. So, wo waren wir stehen geblieben? So, Josie? Bring mal die Kühltaschen ins Schlafzimmer. Die nehmen wir, oder stell sie vor das Schlafzimmer, die nehmen wir nachher mit ins Auto. Hast du Müll runtergebracht? Dann geh mal im Briefkasten. Ja, komm, geh und hol das hoch, was da drin ist. Da ist was drin, hol's hoch. Nein, geh hoch, runter. Da müsste, weil Postauto ist auch gerade durch, da müsste jetzt was drin sein. So, jetzt ist er weg. Scheiß hitzefrei. Andauernd kommen die so früh an. So, das ist ein Bademantel. In rosa und in schwarz gibt's den. Grau. Ich habe ihn in Grau gekauft. Müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Für Weihnachten oder Nikolaus für die Kleine, also die Große, weil sie sich einen neuen Bademantel gewünscht hat, weil ihre nicht mehr passt. Und den hat sie gesehen und da hat gesagt: Oh ja, ein schöner rosa. Nein, rosa. Weil Grau kriegst du nicht. Und früher habe ich ja auch die Schenke schon immer, bis ich Anfang, Mitte des Jahres gekauft. Der hat sich gehalten bis Ende des Jahres. Und jetzt ist es so, jetzt will sie was, dann will sie ein paar Tage später wieder nicht, dann will sie doch wieder, dann will sie wieder nicht und dann irgendwann ist es doch was ganz anderes und jetzt hole ich die Geschenke mal auf den letzten Drücker. Aber bei sowas muss man dann halt, wenn es bei Lidl im Angebot ist, gleich zugreifen. Das machen wir gleich. Ich will nur noch schnell die Lidl-Tüte abarbeiten hier oder die dir ins Schlafzimmer kommt. Hier sind nämlich noch Ikea-Sachen drin. Ja, aber die ist doch gerade durch, die Postfrau. Die ist doch weggefahren, wo ich gekommen bin. Da stand die hier bei uns. Ja, und danach bin ich Das ist eine hochgefahren. Bettdecke. Ich habe mir wieder eine graue geholt. Warum habe ich mir eine Bettdecke geholt? Ach Quatsch, Bettdecke. Bettlaken. Ich habe Katzen, meine Katzen liegen mit im Bett. Und wenn sie sich drehen oder bleiben mal hängen und dann habe ich da halt Löcher drin. Und daher ist das halt ein bisschen doof, muss ich halt neu holen. Ab und zu mal. Und jetzt haben sie so ein Angebot gehabt und die anderen waren alle weiß und weiß ich nicht, eierschalenfarben und so ein Scheiß. Wollte ich nicht haben. Ich wollte, was Dunkles habe ich jetzt gekriegt, habe ich zugegriffen. Ich muss auch für die Kleine, die Große, muss ich auch noch mal irgendwann was holen. So. Dann haben wir hier schon ein Weihnachtsgeschenk. Das ist für meine Frau. Wie gesagt, ich habe das Video ja schon mal gemacht. Also es war schon mal ausgepackt. Das ist ein Herz und zwar aus Rosenquarz.
ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ob das Rosenquarz irgendwas Besonderes ist, ob das Liebe bedeutet oder Vertrauen oder ich habe keine Ahnung. Wenn sich jemand mit Steinen oder so auskennt, kann mir das gerne mal sagen. Ja, so ein Herz und das ist so gebogen. Seht ihr das? So. Oder hier so seht ihr das auch. Und das Podest ist auch in Herzform. Mit Standfüßen und dann kann man das dann hier. Es ist halt nur so ein bisschen Deko. Zack, reingestellt. Ja, ich weiß auch nicht, ich hätte noch ein bisschen heller, hätte ich es besser gefunden, aber die Chinesen, die stehen wohl auf so dunkelbraunes Holz, weil ich habe auch so Katzenboxen damals mir gekauft, die jetzt bei meiner Mutter sind, weil ich hier den Platz nicht mehr hatte. Und die waren auch so in dunkelbraunem Holz. Das muss wohl irgendwas, keine Ahnung, warum und weshalb, aber darauf stehen die wohl da. So. Das ist halt schon Weihnachten für meine Frau. Dann kommt dann gleich in die Tüte, was ins Schlafzimmer kommt. So. Dann nehmen wir uns mal IKEA vor. IKEA haben wir das und das. Also wie gesagt, hier sind Sachen von IKEA, Lidl, Amazon, eBay, alles Mögliche. Und ganz, aber bei die Figur ist halt bei, ach Mensch, die Figur habe ich halt bei eBay gekauft. Die war damals im Angebot, anstatt 99 für 65, also 64,99. Und weil ich so lange warten musste, haben sie mir noch Rabatt angeboten, 5 Euro. Ich gesagt, nehme ich. Da werde ich auch noch anrufen und sagen, ich möchte meinen Rabatt, der mir angeboten wurde, ich möchte 5 Euro wieder haben. Und da bestehe ich drauf, weil sie nicht nur mich, sondern auch andere verarscht haben. 2 Monate warten auf eine Figur, also kauft nicht bei Mediamarkt. Und ich sage das jetzt nicht nur wegen der Figur. Ich habe bei Mediamarkt im Onlineshop gekauft, ich habe bei eBay gekauft und nicht nur jetzt, schon oft. Und jedes Mal braucht die Bestellung ewig und 3 Tage. Also es kann sein, also die schnellste Bestellung, die ich vom Mediamarkt jemals bekommen habe, da habe ich bestellt, das war ein Montag früh um 9:10 rum. Und die Bestellung kam am Freitag oder Samstag an. Ich glaube Freitag späten Mittag kam die an. Ja, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 4 Tage. Nee, Samstag kam sie an. Samstag früh. Genau. Die sollte Freitag kommen, kam dann Samstag. Also 5 Tage. Das ist das Schnellste, was ich beim Mediamarkt jemals gehabt. Einmal. Aber so schnell war es noch nie. Also normalerweise bestelle ich was beim Mediamarkt und dann steht da so 7 Tage, 14 Tage. Und das ist in der heutigen Zeit, bin ich der Meinung, too much. Wenn ich beim Online, auch wenn es nur der Online zusätzlich ist zum Marktgeschäft, wenn ich online was bestelle, dann bestelle ich, weil ich es brauche, weil ich es will. Online, weil sie es hier nicht haben, weil ich nicht weit weg will oder weil ich nicht irgendwo hinfahren will oder kann. Und dann möchte ich nicht einen halben Monat auf meine Ware warten. Dann möchte ich das bestellen und dann muss das dann halt innerhalb von 2-3 Tagen, 4 Tage, okay, eine Woche ist grenzwertig, aber 2-3 Tagen muss das dann hier sein. So wie bei Amazon. Ja, also eine Woche ist, nimmt man auch schon in Kauf, aber 14 Tage für was war denn das? Ein Spiel war das. War so ja lieferbar. War stand nicht mal, dass es nicht lieferbar war. 14 Tage gewartet, bis es dann kam. Unter aller Sau. So, wie gesagt, wir waren auch bei IKEA. Bei IKEA habe ich Regale gekauft, also praktisch Bretter gekauft. Wir sind also einmal nach Tempelhof gefahren. Da habe ich diese gekauft. Die hatte ich vorher schon bestellt mit diesem Klick und Dingsbums, weil ich hatte Angst, hätte ich gewusst, dass sie so viele da rumliegen haben, hätte ich das nicht gemacht. Das ist halt für die Regale. Die Regale zeige ich euch gleich. Kommt hier ein Brett rein und dann kommt dann halt hier ein Endstück und auf der anderen Seite ein Endstück. Funktioniert ganz gut und die Bretter habe ich dazu gekauft. Ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ihr die Regale, die echt wirklich gut sind, bei IKEA auch holen wollt, baut die nicht an und entschließt euch dann weiter zu machen. Das ist ein ganz großer Fehler, weil so, das ist hier ein Endstück.
also das seht ihr jetzt schlecht, ein Endstück, ein Mittelstück und da auch ein Endstück da hinten. So, das kommt so an die Wand. Bei den Endstücken, ja, das ist dann halt praktisch, geht das Brett ja fast bis hier hinten hin. Ja, fast bis hier geht das Brett hin. Ja, und dann passt das auch mit den Löchern. Wenn ihr das dann hier praktisch von einem Endstück auf ein Mittelstück macht, geht das Brett ja weiter vor. Ja, also müsst ihr weiter vor. Das heißt, ihr müsst praktisch bei den Löchern, die ihr bohrt habt, ein Stück weiter nochmal bohren, um ein Mittelstück drin zu bauen. Also müsst ihr euch ein bisschen vorher erkundigen. Sieht man hier nicht, weil das ist halt alles, das ist wirklich Millimeterarbeit. Also das ist blöde, dann halt direkt daneben nochmal ein Loch zu bohren. Deswegen empfehle ich euch, messt euch das vorher aus, macht nicht ein Regal ran und sagt, ach scheiße, wir wollen es verlängern. Das ist mir hier oben gegangen, das ist mir hier gegangen. Also ich habe gedacht, einfach ran, bumm, fertig. Aber naja, egal. Die habe ich geholt bei IKEA. Und ihr wisst ja, wie das ist. Die hatten dann halt nicht die weißen Bretter, die hatten nur die schwarzen Bretter bei dem IKEA. Also sind wir dann halt noch nach Waltersdorf gefahren. Und ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man bei IKEA ist, kauft man nicht nur das, was man will. Meine Frau hat mich dann überredet. Hoppala. Ich habe mir noch eine Gardinenstange geholt für hier oben. Warum habe ich mir eine Gardinenstange geholt? Weil die PC-Ecke ist ja immer noch da. So. Ach, ich kann jetzt hier scheiße drehen. Wieso kann ich denn das hier so scheiße drehen? So. Geht mir ganz schön auf den Puffer hier. So. Wo hier noch der weiße Tisch stand, war ja nur 80 cm Platz. Und dann bin ich mit dem PC-Stuhl oft an der Gardine hängen geblieben oder habe die Gardine so ein bisschen mitgezogen. Und dadurch ist die Gardinenstange oben, hat die so einen kleinen Hänger drin. So einen Durchhänger. Und dann hat Frauchen gesagt, hier, kauf dir eine neue. Dann hast du das nicht mehr, das Problem. Und dann hat sie gesagt, pass auf, kauf doch gleich noch eine. Für das Schlafzimmer sieht freundlicher aus. Weil ich habe beim Schlafzimmer halt die Gardinen direkt am Fenster dran. Ne? Findet meine Frau nicht toll. Sie findet es halt toller, wenn es eine richtige Gardinenstange ist. Aber dann können die Katzen halt nicht mehr so auf Fenster springen. Bin ich immer noch nicht schlüssig, ich habe es erstmal gekauft. Dann habe ich halt dazu die, wo die Rönni hangen wird, habe ich gekauft. Also Gardinenstange, noch eine zweite Gardinenstange und halt die Endstücken, weil meine Frau hat ja so Kugeln dran und im anderen Zimmer halt irgendwelche anderen Bubbles und ich finde das wird dann so rufgeschraubt, findet halt hier schöner. So, das ist eins von IKEA. So, dann haben wir noch Sandspielzeug gekauft, beziehungsweise ich halt für die Kleine, für den Sandkasten vor der Tür, was er spielen kann. Also wir haben schon ein bisschen was, aber also hier nicht mit Krabben und so. Und mit dem Preis konnte ich nicht widerstehen. Oder Frau hat gesagt, wir sollen mitnehmen. Nein, gesagt, ja, pack ein. Ein Plastebecher. Wir haben zwar Plastebecher, aber die sind hier so, haben hier so eine Art Linien. Die kann die Kleine besser halten. Und die sind auch ein Stück kleiner. Weil wir haben nur so größere Plastebecher, die halt wirklich so groß sind, wie jetzt alle zusammengesteckt. Und hier kann die Kleine halt viel besser festhalten. Verschiedene Farben. Besser als Glas. Kann umfallen, wie will. Da geht nichts kaputt. Für die Kleine. Zum Trinken und Trinken lernen. Ja, also sie trinkt schon aus dem Becher, sie macht das auch schon sehr gut. Aber manchmal begießt sie sich halt noch oder will sich selber begießen und spielt damit rum und so. Und da ist das dann halt ja, besser, wenn wir dann sowas haben. So, dann Plastelöffel, die habe ich schon ausgepackt. Ich zeige euch nur mal die Modelle. Habe ich einmal. So, uns war ich früher schon, die sind auch ziemlich dünn, die werden auch bei dem Eis und so, wenn die zerbrechen, aber für Joghurt, Pudding und so reichen die aus. Und dann halt hier noch so stabilere, die sind halt von Nipp, in verschiedenen Farben. Hier, wo haben wir denn was Blaues? Ne? Blaues ist ein Kinderlöffel, aber halt, ich werde ihn für Eis nehmen und so, weil der so schön stabil ist. Weil irgendwie kommen mir alle meine Löffel weg. Ich habe keine Ahnung, ich hatte so viele Plastiklöffel. Und die sind alle weg. Und dann frage ich die Große. Keine Ahnung, ich habe keine gesehen. Ich weiß nicht, wo die sind. Naja. So, ich muss mal kurz einen Cut machen. Ich bringe mal die schnell in die Küche, dass wir hier Platz haben. Weil es kommt noch viel, viel mehr.
Aber ich brauche den Platz jetzt gleich hier und ich muss den Akku tauschen. So, Akku getauscht, passt. Kann weitergehen. So, ach so. Ich muss noch mal, muss euch noch mal drehen. Ich muss euch noch was zeigen. Wir haben bei Lidl was gekauft. Da unten, das Graue. Das ist eine lange Box, wie so eine Faltbox mit Deckel, die ja polstert ist. Die nehme ich als Fußhocker jetzt, wenn ich zocke. Das hat mir der liebe Rudi gezeigt, weil wir wollten das eigentlich, also ich wollte es eigentlich bei Amazon kaufen. Für 37 oder so. Und das war dann weg. Und Rudi hat gesagt, warte mal, ich habe das woanders gesehen. Hat das bei Lidl gesehen im Prospekt, ja, und hat mir das dann gezeigt. Ich habe dann gleich in meiner Lidl-App geguckt. Und das hatten sie dann Donnerstag gekriegt. Also Donnerstag sollte das ins Sortiment kommen. Und bei meinem Glück, also haben sie hell und dunkel. Bei meinem Glück wusste ich schon, dass sie halt wenig dunkler haben, mehr helle. Und dann sind wir dann halt schon Mittwochabend, weil die eine Verkäuferin gesagt hat, pass auf, komm doch einfach Mittwochabend. 19:30 fangen wir an auszupacken. Dann kannst du ja schon, kann ich dann auch schon kaufen. Ja, wir packen es ja aus. Da habe ich es dann gleich, bin ich dann halt hin mit der Großen, weil ich ja mit einem Arm habe, sie musste ja schleppen. Und haben dann da noch ein bisschen gewartet und da bin ich dann halt auf die, deswegen habe ich das Jersey-Ding geholt, weil, also das Spannbettlaken, weil, habe ich dann gefunden, weil, hatte ich vorher nicht gesehen und hat mich nicht interessiert und wir mussten Zeit rumbringen und naja, dann habe ich halt was gekauft. Und dann haben sie das ausgepackt, eine ganze Palette voll. Drei von den dunklen, alle anderen hellen. Habe ich gleich so ein dunkles genommen. Nächsten Tag bin ich dahin, früh, wo ich zum Arzt bin. So, habe ich mir nochmal in klein geholt. Sieht man das? Ja. So. Weil das viel Platz wegnimmt, da bin ich am überlegen, ob ich es vielleicht doch vor den Tisch stelle und mir das kleine hinstelle, weil und an den Tisch vorrücke, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig schlüssig, wie ich es mache. Der hat 9,99 Euro gekostet und das lange Ding 19,99 Euro. Und ein Regal habe ich online noch bestellt, so mit Faltboxen zum schräg reinsetzen für die Kleine oben. Und dann kriege ich das 3x3 von meiner Frau, weil meine Frau hat beim Kauf, also ich habe, die Woche haben wir ja einen Live-Einkauf gemacht. Und ich überlege seit 2 Wochen, wie ich das mit der Wand hier mache und wegen den Boxen, ob ein Vierer, also ein 2x3 und dann hingelegt oder was weiß ich, wie ich das, oder hier hochkant und dann mehrere nebeneinander gestellt oder so, wie ich das mache, dass ich das halt bis halbwegs oben habe oder bündig oder so. Und meine Frau sagt, wusste ich doch nicht. Hast ja nichts von dir gesagt. Seit mehreren Wochen überlege ich. Ja, was hältst du davon? Du kaufst dit, dann kriegst du die brauchte von der Kleinen, kannst du unten bei dir hinstellen. Ist 3x3. Habe ich gesagt, ja, ist okay, machen wir. Ich hatte das andere schon bestellt. Also habe ich es abbestellt. War zu spät. Ich habe angerufen, da war die DHL schon weg. Ja, die haben es gerade abgeholt. Dann haben sie gesagt, ja, das kommt Freitag, mach Annahme verweigern. Sag ich, ist okay, heute ist Freitag, gestern war Donnerstag, ich war gestern beim Arzt, hat die Große, habe ich ihr nicht gesagt, hat sie angenommen. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich habe meinen Bruder angerufen, weil der ja gerade sein Haus macht und so und der braucht auch alles Mögliche. Sagt er, nimm ich, 3x3 suche ich schon die ganze Weile. Ikea hat nämlich nur 2x6, 2x4 und so ein Scheiß alles. Sag ich, ist okay. Jetzt holt er das Wochenende ab, weil ich kann ja nicht und der hat einen Transporter. So. Oh Gott, so weit dazu. Dann habe ich hier geholt. Steht auch Wäschesack drauf, also Wäsche, Laundry. Das ist halt hier mit so Griffen. Ich wollte eigentlich erst so rund. Ich hoffe, hier kann man das halbwegs erkennen. Ja. Wartet mal, ich mach mal so. Ihr könnt da mal sehen, dass es so ziemlich weit tief runter geht. Ja. Ich wollte eigentlich einen anderen mit Seilen nehmen. Der wäre von der Breite her unten, also insgesamt vom Durchmesser, ist der 38. Das andere war 40, aber das, was 40 war, das ist von der Höhe nur 7,
40 gewesen oder 57, ich bin mir jetzt nicht sicher, und der ist über 70 hoch. 77, 78 oder so. Bin mir jetzt nicht genau sicher. Und da habe ich mir lieber den für den höheren genommen. Der soll dann praktisch hier hingestellt werden, weil da kommt das Spielzeug von der Kleineren, dann liegt das nicht so in Karton vom Fernseher oder so, dann hast du hier halt so ein Ding, dann kannst du auch hin und her schleppen und dann ist gut. Und also fällt mir nämlich gerade ein, für das Faltboxregal, ich habe so viel Geld jetzt in der letzten Zeit für die ganze Scheiße ausgegeben und das ist noch nicht alles da und Wohnzimmer ist noch nicht fertig und das ist alles zum Kotzen. Ich muss mal schnell IKEA aufmachen. Wo habe ich denn die scheiß IKEA-App? Ich möchte euch noch zeigen, was ich gekauft habe. Ich hatte nämlich lange überlegt und im Stream wegen den Faltboxen und hast nicht gesehen. Da. Habe ich das gekauft. Kostet 14,61 Euro. Eine so eine Korbbox. Es soll so gräulich sein, aber sieht schwarz aus. Da seht ihr den Preis. Oder sieht man den da unten? Ja. Ich habe 9 Stück gekauft. Ich habe bezahlt 131 noch was. Ich glaube mit Versand oder ohne. Ich muss mal gucken. Ich muss ja einfach mal auf mein Konto gehen. Ich glaube, man kann hier die einzelnen Bestellungen sehen. IKEA Family. So, kann ich hier nicht sehen. Ich muss über die Webseite. Das ist echt bescheuert. Über die IKEA-App kannst du halt nicht alles einsehen. Das ist richtig nervig. Das ist richtig eklig. Da müssen sie mal was dran ändern. So. Nur, dass ich euch halt nichts Falsches sage. 9 Stück habe ich gekauft. Ich bin der Meinung, 131, ein paar zerquetscht, habe ich bezahlt mit Versand. IKEA braucht auch ewig zum Ausliefern. Das habe ich vor ein paar Tagen bestellt. Nächste Woche kommt es erst. Das ist das Falsche. Ah, das ist das Richtige. 14,61. 131,49 habe ich insgesamt jetzt bezahlt. Nee, Quatsch. Nur für die Dinger. Plus 4,78 Euro Versand. 136,27 Euro. Also falls ihr mir nicht lobt. Also nicht gesponsert oder so, selber bezahlt. Da hat auch der liebe Soulflyer, den ich auch recht herzlich grüßen will, also nicht nur Rudi, auch Soulflyer, darauf habe ich ja nur gewartet, seinen Mega-Beitrag dazu hat, weil er ja ganz viele Abos an euch auf Twitch verschenkt hat. Kommt einfach mal auf Twitch, guckt mal zu. Wir machen eigentlich jeden Abend einen Livestream. Der Hangout, der ist jetzt halt immer auf YouTube, Freitagabends, aber sonst während der Woche, wir zocken da, wir quatschen da, Wochenende spielen wir Spiele zusammen, wie Uno, Pummelparty, wir suchen noch Romicop oder so, dass wir das auch mal in der Gruppe spielen können, also Wochenende machen wir meistens so Community-Spielen, wo wir dann alle zusammen was zusammenspielen, ja, so was. Also kommt einfach mal vorbei, Odin-Ase auf Twitch. Da jetzt erstmal einen lieben Dank, da hat der Soulflyer ganz viel dran. Und die anderen natürlich, die ein Abo dagelassen haben, da ist ein wesentlicher Teil von euch damit bei, dass ich mir das leisten konnte. Also, so viel habe ich von Twitch nicht gekriegt, aber egal. Aber ihr wisst schon. Ja. So, dann habe ich geholt, weil ich vom lieben Soulflyer, da geht auch nochmal Grüße raus an Soulflyer. Müssen wir mal auseinander machen. Wir haben ein, beziehungsweise die Kleine hat ein Auto von Soulflyer bekommen. Und zwar ein Rutscherauto. Und nicht irgendein Rutscherauto. Guckt mal auf Instagram, da müssten Bilder sein und Videos. Odin-Ase. Link ist auch in der Videobeschreibung. Ganz unten sind die ganzen Medien verlinkt.
weil mir das bis jetzt immer sehr unwichtig war eigentlich und weil ich dir ab und zu mal gesagt habe, wo ich zu finden bin und ich wollte das halt nicht so präsent da oben haben, weil ich habe gedacht, das interessiert sowieso nicht jeden. Weil ich mache ja so sehr, ich mache da nicht jeden Tag ein neues Bild bei Instagram, nur wenn gerade mal was ist oder so. Und da haben wir gekriegt einen weißen Mercedes AMG. Richtig schick, richtig cool. Die Kleine macht den immer an und aus, weil man kann ihn anmachen, dann kommt Motorgeräusch. Wenn er an ist, dann kannst du hupen und du kannst, der Motorgeräusch geht nach einer Weile aus und du kannst Klassikmusik, also wenn du beim Lenker drückst, Klassikmusik anmachen, so im Kinderstyle gemacht. Die mag sie nicht, klassische Musik, auch wenn sie im Kinderstyle ist, findet sie nicht so toll. Hupen ist ganz cool, ab und zu mal, aber am liebsten macht sie das Ding dann wieder aus und macht wieder an. Weil dann kommt dieser Mercedes-AMG-Sound, macht sie wieder aus, wenn das dann aufhört, macht sie aus und macht sie wieder an. Naja, okay. Und bei diesen Rutscheautos, ihr wisst ja, wie es ist mit Schuhen, ja, die werden ja dann, die schubsen sich ja so ab und dann wird die Sohle so abgerieben oder der Stoff wird kaputt gemacht, dann hast du ein Loch drin und so. Und das ist halt so ein Überzug, also das ist jetzt, das mache ich nochmal so, dass ihr das vielleicht seht, dass das wirklich zwei Paar Schuhe, also das kommt dann halt über die Schuhe so drüber, ist jetzt so offen. Das macht man dann halt hinten einfach so fest. So. Und je nachdem, wie groß oder klein das Kind ist, kann man dann halt mehrere Löcher nehmen, damit es besser hält. Und dann ist das Kind dann halt mit den Schuhen hier so drin, kann halt nicht raus und kann dann halt toben, ohne dass es abgeht. Ich habe den Karton jetzt nicht hier, der ist oben, Größe 21 bis 27, also ist eine Kombigröße. So. Oh Gott, leck mich doch am Arsch. So. Dann, hier habe ich schon was drinnen. Habe ich ja noch in Nacht, also Baumarkt waren wir auch, da kommen wir nachher noch ganz zum Schluss dazu. So. Da habe ich hier dann noch so ein Nachtlicht. Werden wir mal kurz hier Licht ausmachen. Moment, zack. Damit ihr das seht. So. Ich muss auch dran denken, dass ich mir auf jeden Fall eine Steckdosenleiste hier unterm Tisch oder irgendwo verstecke, damit ich das nicht immer an- und abstöpseln muss. Wenn das Regal entsteht. So. Eigentlich sind zwei und zwei Fernbedienungen mit bei. Mit der Fernbedienung kannst du alle beide gleichzeitig machen oder wenn du halt nur auf eine bestimmte hältst, funktioniert es relativ auch, dass nur die was macht und die andere dann nicht. Normalerweise hat man sie ja in verschiedenen Räumen. Eins habe ich schon hochgebracht zu meiner Frau. So, das ist rot. Ich mache mal gelb. Ich muss aufpassen, ich darf das nicht so hoch halten, sonst springen meine Figuren oben an. So, ich mache mal, das hellste. Da weiß machen wir mal. Ja, das ist das hellste und das dunkelste ist so. Also geht viel, viel dunkler als das, was ich vorher hatte. So kommt man das vielleicht, weil ich habe vorher warmweiß gehabt. Oder normal wie eine Birne, so wie jetzt so ein bisschen besser ist. Das hat das Zimmer immer noch ziemlich hell gemacht. Fand meine Frau nicht so toll. Das geht noch dunkler. Und vor allen Dingen halt Farbwechsel. Meine Frau hat es gerne rot im Kinderzimmer, weil viele sagen immer blau oder hier Türkis. Ey, Türkis kommt hier richtig geil rüber. Ich mach mal kurz heller. Habe ich jetzt mich verdrückt? Kommt mir auch nicht so hell vor. Ich muss mal auf weiß machen. Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Habe ich nicht richtig getroffen? Ach, falschen Knopf gedrückt. Ich hab dunkel gemacht anstatt hell, bin bescheuert. So, Türkis sieht jedenfalls richtig geil aus. Kommt richtig cool rüber, Türkis. Halt in verschiedenen Stufen. Finde ich richtig nice, richtig geil. Und meine Frau findet halt gut, dass es dann halt richtig schön dunkel ist. Und dass er sich das Rot halt dunkel machen kann. Weil viele machen ja dann immer blaues Licht oder grünes Licht oder gelbes Licht oder so. Obwohl, können wir drinnen lassen, kommt es nicht weg. Aber meine Frau hatte damals viel Zeit und googeln. Und ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr Eltern werdet,
googelt nicht so viel. Und wenn ihr so eine Frau habt wie ich, nehmt ihr das Handy weg. Nehmt ihr das Handy weg? Zu ihrem eigenen Wohl, eurem Wohl. Das schont eure Beziehung, eure Nerven und den Geldbeutel. Wenn meine Frau gelesen hat, dass blaues Licht oder gelb oder so ist nicht so unterstützend zum Schlafen. Wenn man dann so eine LED-Kette anhat oder Stripe oder so, das ist nicht so unterstützend. Man soll rotes Licht machen, weil rotes Licht unterstützt die Schlafphase. Wenn das Kind kurz wach wird, wird es dadurch nicht, oh, wach, hell, Licht, oh, sondern schläft dann wieder gleichmäßig oder besser ein, keine Ahnung, oder soll auch beim Einschlafen an sich helfen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur Ja und Amen gesagt. Weil irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, da zu diskutieren. Also ist halt so. So, dann. Ich packe das mal alles hier aus, um euch das zu zeigen. Und dann packe ich das alles wieder ein. Da kommen wir dann, haben wir glaube ich mehr davon, als wenn ich das hier nach und nach raushole. So. Dann habe ich einmal. Das war's, glaube ich, oder? Ja. Dann habe ich mir einmal geholt, nochmal so ein Meros-Licht. Kann man mit Alexa steuern und so. Warum habe ich es mir nochmal geholt? Weil ich habe ja schon mal eins gekauft. Und das sollte eigentlich als Nachttischlampe funktionieren, weil meine Nachttischlampe den Geist langsam aufgibt. Ein Wackelkontakt hat, mal geht's nicht, mal ist heller, mal ist dunkler, ich habe keine Ahnung. Macht halt das, was sie will, was sie soll, oder also das, was sie soll, aber halt nicht immer und manchmal zu gut, keine Ahnung. Die habe ich aber zu Testzwecken damals mal bei der Couch hingestellt und bei der neuen Couch ist die halt so ein Stück tiefer, sieht richtig geil aus. Und die erleuchtet dann halt die Ecke da hinten. Kannst du auch in verschiedenen Farben machen. Richtig cool. Ja, und dadurch hat sie den Weg dann ins Schlafzimmer nicht mehr gefunden, sondern ist hier geblieben. Und ich brauche aber für das Schlafzimmer eine. Deswegen habe ich mir die geholt. Und vor allen Dingen, die ist über Alexa steuerbar. Ja, und dann kann ich dann halt Routine machen, weil ich habe ja hier auch noch neue LED-Bänder. Auch so mit Gummi, so wie ich von Soulflyer gekriegt habe. Also weil das LED-Band, was oben bei den Figuren ist, ist von Soulflyer gesponsert. Das hat er mir geschenkt. Und so ist das auch. Sind 2x5 Meter drin. Ja, doch. 2x5 Meter. Und das wollte ich dann halt hier. Eins davon hier ran machen. Mit den Adaptern kommt dann hier, zeige ich euch gleich. Und dann habe ich noch einmal 5 Meter über. Das soll ins Schlafzimmer eventuell. Vielleicht auch ins Badezimmer, aber Badezimmer weiß ich noch nicht. Warum, weshalb? Mero, also das und so. Weil dann kann ich dann abends sagen, wenn ich den Stream beendet habe und den PC runtergefahren habe, ich gehe dann immer noch mal kacken oder pinkeln und dann kann ich sagen hier A-Punkt, ich gehe zum Beispiel. Oder seid bereit, immer bereit. Kann man ja machen, wie man will. Und dann kannst du dir deine Routine selber machen. Das heißt zum Beispiel, als erstes Wohnzimmer komplett aus. Oder halt erst Flur an. Nee, erst Wohnzimmer alles aus. Dann halt Flur an. Im gleichen Atemzug Flur an. Das Flurlicht im Schlafzimmer. Die Meroslampe. Vielleicht, wenn da schon LED ist. So ein LED-Streifen an. Und dann soll das 15 Minuten an sein und dann soll es ausgehen. Weil ich habe im Flur und also Flur könnte halt schon nach 5 Minuten ausgehen. Und im Badezimmer habe ich halt so eine Bewegungssteuerungslampe, die halt auch eingestellt sind, damit die nicht so hell sind. Auch im Flur in so ein Streifen, so mit Normallicht, was eigentlich für unter das Bett gedacht war. Und im Badezimmer, so ein rundes Ding, hatte ich damals mal gezeigt, habe ich hier, so ein UFO oder wie das hieß oder so, habe ich auch beim Odiwa Shop mir gezeigt. Alles nicht so hell eingestellt. Aber wenn ich dann hier rausgehe, dass es dann halt erstmal im Flur gleich hell ist und badet und Schlafzimmer, dann kann Flur ruhig ausgehen, weil dann ist im Schlafzimmer, das reicht aus für Flur und die Bewegungssteuerung, die geht dann halt, wenn ich hier rauskomme, geht hier noch nicht gleich an. Und die geht erst so ab der Hälfte vom Flur an. In etwa. So. Und deswegen halt Flur an, Schlafzimmer an,
Flur kann dann sofort wieder aus. Schlafzimmer muss 10 Minuten länger anbleiben. Weil ich gehe dann ins Badezimmer, waschen, kacken, Feuer, also erst kacken, pinkeln oder so. Und dann ins Schlafzimmer, Zeug holen, nochmal ins Badezimmer fertig machen. Dann gehe ich wieder ins Schlafzimmer. Dann kann alles aus sein. Also in der Zeit kann man dann auch bei der Routine dann schon mit drin machen, dass der Fernseher mit angehen soll. Oder beziehungsweise die Steckdosenleiste, wo alle dran ist, dass der Fernseher angehen soll, weil Alexa ja dran hängt, dann geht automatisch der Fernseher an. Kann man ja sagen, Fernseher an da, so, und hast du nicht gesehen, das soll dann passieren. Und dann brauchst du dich danach, wenn du bist fertig gemacht, du brauchst ihn ins Bett legen, Fernseher ist an, brauchst du die Fire TV Fernbedienung, schaltest dir deine Doku an und fertig ist. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. So, für diesen Zweck habe ich als erstes hier, nee, das ist das nicht, das einmal nochmal so eine Alexa-Steuerung geholt. Hier kommt das LED ran, der Stripe. Und hier haben wir dann einmal für Strom und hier einmal für die Fernbedienung. Und dahinter ist die Fernbedienung. Das ist für meine Tochter, damit die halt eine Fernbedienung hat und das mit Fernbedienung steuern kann, wenn sie möchte. Weil ich weiß nicht bei dem, was ich da noch habe, inwieweit die Fernbedienung kompatibel ist und gut funktioniert. Deswegen müssen wir gucken, werden wir das machen. Aber weil ich ja auch noch für hier eine Alexa-Steuerung brauche, für das und dann wahrscheinlich im Schlafzimmer, ja, habe ich mir noch zwei separate geholt. Ich habe ja noch eine. Und für meine Tochter habe ich ja auch schon eine gehabt. Aber wie gesagt, da weiß ich nicht, welche Fernbedienung da kompatibel ist. Also eine oder zwei müsste ich noch haben. Habe ich dann halt noch zwei mir geholt. Die haben 5,04 € gekostet. Momentan sind sie im Angebot. Die sind aber auch, muss ich dazu sagen, da ist so ein Klebestreifen mit bei, dass man sie sich befestigen kann. Die sind gut. Ich hatte so ein Teil schon mal, aber ihr habt keine Fernbedienung mit bei. Wenn ihr eine Fernbedienung braucht oder so, dann ist das halt nicht für euch. Dann müsst ihr die andere holen. Hier ist halt wirklich nur Strom. Also hier ist das Teil und hier oben ist dann das für Strom. Da ist kein Element, das man das bedienen kann und so. Hat natürlich den Vorteil für das Wohnzimmer, dass ich das alles vernünftig anbauen kann, alles über eine App steuern kann und dass die Frequenzen sich nicht gegenseitig reinfunken. Weil ich hatte das schon mit LED-Bändern, alles über die gleiche App und hatte noch eine Fernbedienung mit bei, aber waren von verschiedenen Herstellern. Ja, dann habe ich bei einer rot eingestellt, ging die andere blau an und so eine Schoten. Und so habt ihr da halt nichts mit Funk, das geht dann halt ganz gut. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Alexa-Band habt und bei euch dann, so wie bei mir, wenn ich den Receiver anmache, dass dann auf einmal das Bild blau wird oder so, deswegen habe ich beim Bild nämlich so ein Ding dran, ne? Dann holt euch so ein Teil, da ist dann kein Funkding mit bei, nichts, einfach dran gebastelt, fertig ist, ihr habt eure Ruhe, glaubt es mir. So, dann haben wir hier geholt Verlängerungskabel. 4x1 Meter, 2x, also 4x1 Meter. 2x3,50 Meter. Auch für, weil das wird nicht nur mein Wohnzimmer gemacht, das wird auch das Schlafzimmer gemacht, also das Kinderzimmer von meiner Tochter. Und bei mir wahrscheinlich im Schlafzimmer wollte ich ja auch LED anbringen. Oder hier halt oben noch so eine LED-Leiste, bin ich ja auch am überlegen, dass dann halt für die Beleuchtung, für Videos halt von oben, weil mit der Softbox ein bisschen eng ist und so, da müssen wir mal gucken. Oder halt für den Videobereich, das von oben irgendwie, keine Ahnung, da lasse ich mir noch die verschiedenen Optionen offen. Ich habe jetzt hier genug Verbinder, also ich könnte halt auch ein 5-Meter-Band mir einfach so zurechtschneiden, dass ich mir so ein kleines Viereck, also aus 30 mal 30 Zentimetern, ja, und dann halt so 20 Zentimetern von links nach rechts, also praktisch so ein kleines Viereck mache und das halt oben über dem PC-Bereich mache, das ist hier noch hell, ja, das wären dann 1,40 Meter, was ich dann, ja, so, sagen wir mal, 1,50 Meter, sagen wir 1,60 Meter mit Verschnitt. Weil wenn ich dann aus einem Band halt mehrere so eine Dinger mache, ich habe jetzt hier noch Koppelstücken, 1,60 Meter, dann wenn ich es hier genauso machen will, wäre ich hier auch bei 1,60 Meter, wenn wir bei 2 Meter, 3,20 Meter. Selbst wenn ich dann noch Verschnitt habe bei 3,20 Meter, kann ich Verschnitt haben bis 5 Meter. Also von daher 1,80 Meter kann ich Verschnitt haben. Das wäre kein Problem.
Ja? Und dann habe ich nur ein Band aufgebraucht. Und dann habe ich hier noch ein 5-Meter-Band, was ich hier machen will und das Regal hier drüber. Und die Kabel gehen dann praktisch hier hinter. Da wollte ich eigentlich einen Kabelschacht. Das haben wir im Baumarkt geholt. Habe ich ganz viele. Das wird hier geklebt. Bei meiner Tochter wird es hier geklebt. Weil das geht, muss da bis hoch an die Decke. Deswegen halt 3 Meter Verlängerungskabel. Und bei meiner Frau der Antennenkabel und um die Tür. Da muss ganz viel geklebt werden. Der Kleber, den habe ich hier. Den habe ich auch im Baumarkt geholt. Patex. Ja, das ist, ja, hält super. Aber ich bin, muss, da muss man sich halt überlegen, wie man das macht. Weil ich habe jetzt vom Regal bis zum Schrank so viel Platz. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt ein paar Mal überlegt. Ich wollte erst hier das mit reinbinden. Also falls ich wirklich mir hier oben noch so ein kleines Viereck mache, das von oben beleuchtet wird, die S-Ecke bzw. Der Bereich hier. Vielleicht hole ich mir dann auch noch mal ein weißes LED, eine weiße LEDs oder welche, die gelb-weiß, weiß-weiß sind, dass die oben rankommen oder halt bunt. Das, ja, die sind ja weiß, die LED, also die Streifen sind weiß, die fallen halt in der Decke nicht großartig auf und die haben dann halt einen wassergeschützten, dann haben so Gummierung außenrum. Da bin ich jetzt noch mal überlegen, ob ich mir dann noch mal vielleicht 5 Meter hole, weiß. Weiß, was man in weiß, weiß-gelb oder Buntheit, was man auch mit weiß benutzen kann, weiß ich noch nicht. Erstmal könnte man das so nehmen. Das war jetzt, ist mir nur vorhin so spontan eingefallen. Und dann würde ich praktisch einmal einen Kabelschacht hier hoch machen, an der Seite hier. Und dann würde ich vom Kabelschacht aus hier rüber gehen auf die einzelnen Regale. Ja, da würde ich dann halt wirklich so eine Zwischenstücke setzen, so eine kleine, damit das wirklich der Platz, dass man das nicht, dass da kein Kabel hängen sieht. Und dann würde das 1, 2, 3 und dann ganz oben immer raus und dann oben dann noch so lang, so viel, eine Schräge dann halt hier Richtung mittig vom Raum machen und dann halt hier das oben an der Decke angeklebt. Wenn ich das so nicht mache, wenn ich das einfach nur hier so mache, dann jetzt das obere Regal, da ist der Verlängerungskabel hier hinterm Schrank, geht hoch aufs Regal, am Regal bis nach hinten und da geht er ins LED-Band rein. Hier werde ich es auch so machen, dass es also hinterm Schrank lang geht. Ich werde am Schrank hinten Haken rankleben, wo das Band dann praktisch, also das geht praktisch dann, wartet mal. Also praktisch, wenn müsst ihr euch vorstellen, das ist hier, wenn das jetzt hier der Anfang ist, das Silberne. Ich zoome mal ran. So. Hier ist der praktisch, hier. Das Silberne hier ist der Anfang vom Brett. Ja, das hier praktisch steht LED. Etwa hier ein Stück weiter hinter anfängt und dass dann halt hier das Stück halt für den, für das Aufnahmestück, halt für das, wartet, für dieses Stück, was hier ist, so, dieses hier, wo da drin gesteckt wird, dass das dann hier drauf liegt und dann fängt die LED an halt so. So habe ich mir das gedacht und da ist es eigentlich vollkommen Wumpe, weil das ist halt so viel Platz zwischen Schrank und Regal. Und wenn man das einmal rangeklebt hat, wenn man das abmacht, geht die Tapete halt mit ab. Und für so ein Stück, wenn ich da am Schrank Haken ranklebe, die ich ja noch habe, für Kabel, was man für PC-Ecken und so hat, und wenn ich die so ranklebe und die Kabel da so reinmachen kann, dass in so ein Stück rüber geht ins Regal, aufs Regal, also das kann ich verzichten, wenn, da so ein dünn, wenn man da so ein dünn Kabel sieht, das nehme ich in Kauf. Sollte ich das wirklich oben machen, mit Gelb-Weiß und so, Warm-Weiß, da bin ich noch nicht so schlüssig, weil ich kann ja auch normale LEDs, die jetzt hier zum Beispiel, kann ich auch gut weiß kriegen oder gelblich und selbst die machen dann in Videos eine gute Farbe. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig schlüssig, wie ich das mache. Da muss ich mal noch eine Nacht drüber schlafen. Jedenfalls haben wir ja dann genug. Wir haben wie gesagt, die Verlängerungskabel und wir haben zweimal so eine, und ich habe ja schon einmal gekauft für die große. Hier haben wir so ja Y-Teile mit bei. Hier ist ein Verlängerungskabel mit bei, so ein Y-Kabel, aber auch Y als zum Kleben. So eine, warte, ich zeige euch das mal.
Also wenn ihr zum Beispiel ein Regal habt, ja, so ein Teeregal oder ein Faltboxregal, ja, und ihr habt dann halt zum Beispiel hier, ich nehme mal eins raus. So, da könnt ihr das praktisch dann so aufkleben, so rum. Dann kommt hier praktisch das, oder hier, ist ja komplett egal, ihr, sagen wir mal, ihr kommt von hier mit eurem LED-Band ran, spannt das hier ein. Dafür müsst ihr hier den Nippel hochmachen. Ich muss mal gucken, wo, hier. So, dafür spannt ihr dann hier das LED-Band ein. Das geht ganz einfach. Das soll auch mit denen, wo diese Gummischicht drüber gehen, da habe ich ein Video gesehen, da muss man das nur abschneiden, diese Gummischicht, und Vorsicht ablösen. So, dann spannt man das ein, dann ist das hier fest. Muss man halt nur gucken, wo hier was ist. Also wo Strom ist, das ist auch beschriftet. Wo Strom ist, wo grün, blau und das alles ist, das hat nicht verkehrt rum macht. Ne? So, das kommt dann hier rein. Und dann könnt ihr hier ein LED-Band und hier ein LED-Band weiter machen, dass er dann praktisch halt, ja, nicht nur wie ein L-Stück, so kennen ja viele. Nein, hier habt ihr dann praktisch in die andere Richtung auch. Also kommt von oben und kann dann unten links und rechts weitergehen. Und dann normale Zwischenstücken sind mit bei. Zum Beispiel sowas hier auch, wo man dann an so ein Steuerelement direkt oder an ein Verlängerungsstück rangehen kann. Und wenn man dann schon eine Lichterkette hat, wo man ein Stück abgeschnitten hat, weil das jetzt gerade auf dem unteren Regal ist. Aber für das obere Regal will man nicht ein neues LED-Band nehmen, weil von den 5 Metern ja immer noch gute 3 Meter über sind. Schneidet man sich da dann auch noch mal einen Meter noch was ab, klebt es da oben ruf oder macht es vorher hier fest. Wie kann man denn da auch festmachen? Seht ihr das? Ja, an dem. Und dann hat man dann halt so einen Adapter, so einen ganz normalen, dass man das an so ein Verlängerungsstück oder was weiß ich dran machen kann. Also man verschwendet dann halt nichts mehr. Und selbst wenn ihr dann praktisch noch, sagen wir mal, ihr habt das dann hier gemacht, habt dann hier noch Meter übrig und ihr habt dann halt noch oben was gemacht, von den anderen 5 Metern habt ihr auch noch mal einen Meter übrig. Und ihr wollt dann halt das Faltboxregal halt Meter mal einen Meter, also nochmal machen, dann könnt ihr das dann halt, oder ihr habt ein Faltboxregal oder 2 Regale, wo dann halt, was weiß ich, dazwischen ist oder so, und dann könnt ihr die halt hier miteinander verbinden. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, wenn es um die Ecke gehen muss und das halt ein bisschen blöd ist, um irgendwas drum oder so ein bisschen nach oben, wo dann halt ins, was weiß ich, ein kleineres Regal ist, könnt ihr das dann praktisch so machen, dass das dann halt praktisch so ist. Ja? Ja, dann kommt hier das Band rein und dann oben geht es dann halt wieder raus. Zack. Dann braucht er nicht das ganze Band rumlegen. Und halt normale Zwischenstücke, L-Stücke sind mit bei. Also hier ist ganz viel mit bei. Und Verlängerung auch. Also ich bin jetzt eigentlich bin ich jetzt für alle Eventualitäten gewappnet, dass ich hier weitermachen kann. Und meine Frau hat ja auch noch LED-Bänder oben von Schwiegermutter gekriegt, von mir gekriegt, dass wir da auch noch ein bisschen was machen können. Das mal anbauen oder beziehungsweise ein bisschen besser verlegen oder ich habe keine Ahnung, was sie damit machen möchte. Jedenfalls sind wir da gewappnet. Und auch hier so Endstücken und was weiß ich alles. Ist alles mit bei. Und dann auch hier so eine Klarsichtteile, was man rüber machen kann zur Befestigung und mit Schrauben und so. Falls man das LED-Band unten ran macht, kann man das dann noch drüber setzen. So ist auch durchsichtig, so ein Schutz, dass falls sich der Kleber mal löst, für die Küche jetzt zum Beispiel interessant oder so, oder wenn man es vernünftig verlegt hat unter der Arbeitsplatte, dass man das dann festschraubt, damit das dann nicht durchhängt, falls der Kleber mal los ist. Weil in der Küche wird es ja ziemlich warm durch Erd und so. Da ist man dann auch gewappnet. So, und dann haben wir noch eins. So, ich glaube, ich bin halt doch nicht kürzer diesmal mit bei, ich bin wieder länger mit bei. Ah, Gott. So. Und zwar haben wir hier auch nochmal Verlängerung und hier waren, was war denn hier mit bei? 2x2. Ah, ne, hier sind L-Stücken mit bei, Zwischenstücke und auch nochmal Verlängerung und so. 2 Meter oder so, 2x2 Meter und L-Stücken und Zwischenstücke und hast nicht gesehen. Also wir sind jetzt
rein theoretisch für alles gewappnet. So. Warten wir. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist halt die Capture-Karte. Die werde ich euch gleich noch zeigen. Die ist nämlich recht preisgünstig. Ist halt von HDMI auf USB, auf USB 2.0. Ja, also 4K geht rein. Am anderen Ende kommt über USB 1080p rauf. Ist halt interessant für euch, wenn ihr streamen möchtet. Ihr braucht euch keine teure Capture-Karte kaufen. Ich habe davon sehr viel Gutes gehört. Ich bin mal gespannt. Ich bin da sehr, 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 sehr gespannt, ob das wirklich so ist, wie sie im Videos und in den ganzen Berichten und so erzählen und zeigen. Ihr habt auch mit USB 3.0 für 4K und 1080p, 60 FPS und was weiß ich alles. Also wichtig ist für mich, also ich habe es erstmal als Zwischenstück geholt für einen Laptop dann später, falls mal was ist, dass ich mit einem Laptop dann streamen könnte. Wenn wieder der PC mal in Reparatur muss, dass ich halt gewappnet bin für sowas. Ich werde mir aber später wahrscheinlich dann nochmal holen, oder man kann es auch als Cam-Link benutzen für eine Kamera. Also meine hier, die würde nicht unterstützen, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken, was die überhaupt für Anschlüsse hat. Aber für eine normalen Kamera kann man ja dann über HDMI weiterleiten und so. Dann kann man damit dann zum Beispiel eine normale Kamera als Webcam benutzen. Für Stream oder so, die haben natürlich eine bessere Qualität als eine normale kleine Webcam, ist klar. Und dann haben sie noch eins mit 4K. Für mich ist halt wichtig, bei dem, was jetzt kommt, der kann 4K 30 FPS, also wird er mir die PlayStation runterregeln. HDR kann er wohl auch, muss ich mal gucken. Und dann haben sie noch welche mit HDMI, mit HDCP-Steuerung, auch alle neu, mit USB 3.0. Und die können sogar 4K HDR 60 FPS und geben dann halt in 1080p 60 FPS raus. Wichtig ist ja, was da kann, was reinkommt. Wenn das Gerät zum Beispiel, wenn die PlayStation dranhängt und man hat eine Weiche dran, dass es zum Bildschirm hochgeht und zur Capture-Karte. Wenn das da abgerufen wird und die Capture-Karte sagt, hier, ich kann 4K mit 30 FPS wird das halt runtergeregelt. Oder wenn man dann halt sagt, hier auf dem Zwischenschalter gib 4K 60 FPS aus an alle Geräte, dann kommt da auch nur ein schwarzes Bild an, wenn er nicht runterregeln kann. Also das ist, für mich ist halt, sind die anderen dann auch sehr interessant, dass ich halt 4K 60 FPS empfangen kann und an 1080p 60 FPS an PC weitergeben kann. So, was haben wir hier? Ah, hier. Ich habe gerade Nachricht bekommen von Sendung wurde im Briefkasten hinterlegt. Das werden wir gleich mal gucken. Josie? Mhm. Geh mal zum Briefkasten. Warum? Weil ich gerade eine Nachricht gekriegt habe, Sendung wurde im Briefkasten hinterlegt. Okay. Aber gib mir mal vorher noch das Wasser hier rüber. Dann zeige ich euch das mal. Gleich packen wir dann aus. Das Wasser da. So, und zwar ist es dieses Ding. Ja. Und ich zeige euch auch gleich noch das Regal, was ich für meine Frau geholt habe. Also für die kleine Tochter. Barbarische Hitze hier, über 30 Grad. Sollen wohl angeblich nur 35 werden, aber das sind schon mit mehr, viel mehr. So, Lidl, Moor, Prospekte, dieser Prospekt von dieser Woche. Dass ihr euch da mal was vorstellen könnt. Ich bin da jetzt nicht so zufrieden mit. Ich muss mal gucken, wie es ist, wenn es denn wirklich hier ist. Ich werde da wahrscheinlich aber nochmal ein anderes später kaufen, wenn das Geld da ist. Also wenn mal wieder mehr Geld da ist, wenn hier alles fertig ist. Weil die Küche wollte ich auch noch machen. Weil die, das ist ziemlich klein. Und die Boxen, die da drin sind, sind zwar bunt und sehen schön aus, sind aber Faltboxen aus Stoff. Die gehen ziemlich schnell kaputt. Seht ihr das? Ja. Und ich habe bei Amazon auch schon welche gesehen, wo du dann halt Plasteboxen hast. Ich zeig's euch nochmal. Wo du Plasteboxen hast.
die du da reinpacken kannst und, oder was mit oben mit Büchern so ja und so. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Aber solange es hält, hält es erstmal, das Regal kommt runter und dann kann man später sich dann immer neue Gedanken machen. So, das war im Briefkasten. Können wir doch noch im zweiten Teil was mit drin machen, was beim ersten Mal nicht mehr, also im zweiten Versuch, was beim ersten nicht mehr bei war. Und auch ein Auspacken mit drin haben richtet, weil die Nachtlichter habe ich beim ersten schon mit ausgepackt. Hier ist es. Wie gesagt, steht auch überall keine Werbung, weil ich habe das alles selber bezahlt mit eigenem Geld. Also ich kriege nicht von Firma XY Geld dafür oder hat gesagt, zeig doch mal unser Produkt oder sowas. Weil das auch immer viele denken. Und ich habe ja vorher sonst immer viele Sachen geholt. Was für die Große, was für die Kleine, was eine Seifenblasenmaschine oder was weiß ich. Ja. Aber jetzt habe ich halt in letzter Zeit, ein User Manual haben wir mit bei, Pappe, halt nur Sachen geholt, die ich wirklich jetzt brauche für die Wohnung, für meine Wohnung, also für mein Wohnzimmer, für das Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Plastiklöffel zum Beispiel und für das Kinderzimmer, um hier fertig zu werden, weil ich möchte, ich bin seit Anfang des Jahres, wegen scheiß Corona hat sich das alles verzögert, dabei. Und das Wohnzimmer ist jetzt fast, wirklich fast fertig. Ich habe die Box drunter. Jetzt fehlt wirklich nur noch das Regal hierher, die Faltbox in die nächste Woche kommen, dann mit dem Strom das alles machen, also die LEDs kleben und machen und tun und dann bin ich fertig. Also und das Spielzeug aus der Pappbox dann halt in diesen Wäschesack rein und dann bin ich wirklich fertig. Dann ist das Wohnzimmer fertig. Dann muss halt noch alles umgeräumt werden, weil hier steht im Schrank einiges drinne, was dann hier reinkommt und am Fernseher kommt einiges raus, was dann hierhin kommt, wo man nicht so oft dran muss. Decken, Gardinen und so und dadurch kann ich dann unterm Fernseher Platz machen in dem Schrank für Sachen, wo man öfters mal ran muss. Ja, und auch die ganzen Skylander-Figuren und so, die den Schrank voll müllen, die können dann alle da rein, weil die brauche ich nicht regelmäßig. Und so kann ich dann ein bisschen Platz sparen. Ja? Aber ja, so, wir haben jetzt hier das Ding. Ist auch aus Metall. Und hier haben wir es. Das ist der Dongle. Hier HDMI. Und dann hier ganz normal USB 2.0. So, den werden wir dann auch die nächsten Tage testen. Ich wollte heute eigentlich noch ein Spiel zocken. Ich wollte eigentlich Fast and the Furious mit euch, also für euch aufnehmen. Aber erstmal ist es mir jetzt viel zu heiß für Kopfhörer. Und zweitens kann ich es jetzt ja gar nicht machen, weil ich muss ja jetzt mache ja gerade das Video mit euch, weil das erste nicht geworden ist. Wegen dem Sound. Hier haben wir noch ein User Manual. Sagt er uns da vielleicht auch was an? Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Egal. Lese ich mir nachher durch. Was das kann und was das nicht kann. So. Und wie gesagt, jetzt fehlt nur noch das Regal und die Faltboxen. Und dann habe ich bei Amazon noch was, was ich denn noch holen möchte. Das werde ich den nächsten Monat wahrscheinlich machen. Neue Bettdecken, Mikrofaser oder 4-Jahres-Bettdecken haben sie da auch. Die waren auch ganz gut. Also so eine dickere Decke und eine dünnere Decke, die kannst du mit Druckknopf zusammen machen. Sind zwei Decken und zwei Kopfkissen, 80x80. Die will ich mir noch holen. Die kosten um die 30, 40 Euro. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jo. Das war Frauchen, die holt jetzt die Kleine. Ja. Aus dem Kindergarten. Hat sie jetzt mir aus dem Konzept gebracht, genau. Ja, das fehlt mir noch. Das brauche ich noch, weil ich brauche neue Bettdecke und Kopfkissen. Dann nach und nach, denn so Kleinkram fehlt logischerweise noch neue Decken für die Couch in der passenden Farbe.
Weil wenn zwei hier eine Wäsche sind, dass dann zwei neue drauf können. Vielleicht noch eine Kuscheldecke für die Kids, weil ich habe jetzt nur eine Kuscheldecke immer hier liegen. Und die Kleine wird ja auch größer und die wird ja auch so frieren wie meine Frau und meine Große. Da brauche ich dann halt mehrere Kuscheldecken. Die kommen dann aber sowas, weil ich dann so eine Kuscheldecken, die man nicht immer braucht, aber wenn man dann halt kuschelt, die sollen dann halt auch unterm Fernseher, wo man schnell mal rankommt. Ja, dafür kommen die Gardinen raus und so. Und ja, auch der Ganze wird ein bisschen mehr aufgeräumt, ein bisschen alles das, was man halt nicht so oft braucht, hier hinter und ein bisschen Dekokram noch drin, ein bisschen schön machen und dann bin ich wirklich froh. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt eigentlich. Ich möchte aber, bevor wir jetzt hier richtig Schluss machen, möchte ich noch zwei Personen ganz besonders danken. Das geht zum einen an Rudi. Rudi, ich danke dir, weil Rudi hat mir geholfen bei dem. Hier habe ich Geld gespart durch die Fächer. Rudi war auch für den PC, mit dem PC für mich da, hat mir da mit meinem PC damals mit mir zusammengestellt und auch jetzt abends ist er immer da. Wir sitzen, Rudi und 12flyer, wir haben auch schon so im Discord gesessen, ohne dass wir gestreamt haben, beziehungsweise ich gestreamt habe und wir haben einfach nur gequatscht. Ja, also das von daher. Da möchte ich Rudi einfach dafür danken, dass er da ist und für die Tipps. Und Rudi hat euch gesagt, Feind hört mit, dass da noch Bettwäsche gesehen hat mit Fortnite oder so. Für die Große, die wünscht sich nämlich neue Bettwäsche. Irgendwas Cooles. So. Ich denke mal, ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Und der zweite, an den besonderen Dank geht, ist der liebe Soulflyer. Ich habe ja vorhin von dem Auto erzählt, wegen dem Rutscheauto. Er hat mir aber auch eine Waage geholt. Er verschenkt an euch Abos auf Twitch, also wenn ich streame, eigentlich jeden Tag streame ich. Wir sind da ganz cool drauf. Also manchmal quatschen wir auch einfach nur so und zocken nicht, machen einfach Just Chatting oder so. Oder mittendrin machen wir vom Zocken, kommen wir in Just Chatting oder was weiß ich, je nachdem, wie wir gerade Bock haben. Wochenende machen wir meistens Community-Zocken, da zocken wir dann Pummelparty, Uno, ich suche noch Romicop oder so. Was ich denn mit euch zocken kann, das zocke ich mit meiner Community. Meistens jetzt mit Rudi und Soulflyer und Music Cat Fortnite halt am Donnerstags. Und dann, wenn wir Pummelparty machen, da ist dann Rudi, Soulflyer, Music Cat, True Play, Nordly, Minecraft-Zocker, Minecraft-Suchti mit bei. Oh Gott, ja. Aber da möchte ich halt Soulflyer danken. Nicht nur für die geschenkten Abos, dass er überhaupt Abo ist, einfach nur so, weil er da ist. Und ich kann leider nicht mehr als Dankeschön sagen, aber das ist mir halt ganz wichtig, dass ich das auf diesem Weg auch nochmal loswerde. Und ich hoffe, er freut sich ein bisschen drüber. Das müsste jetzt aber auch wirklich komplett gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder bei über einer Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Schaut mal bei Twitch vorbei, Odin-Ase. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.